natürlich auch Existenzängste habe, gar keine Frage, wir können überhaupt gar nicht arbeiten, es kommt kein einziger Cent hier in die Kasse rein. Ist gut, ne, das Wasser. Ich habe sie alleine aufgebaut und bin sehr, sehr zufrieden. Ja, zum Beispiel hier in der Kombi, ne? Also diese beiden. Und meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, ich steige übers Türchen. Ich mache es nie auf. Sieht komisch aus, aber so ist es. Ich war gerade noch unten in der Garage, denn die Kamera war im Kinderwagen unten drin und deshalb bin ich ein bisschen außer Atem, also sorry dafür. Ich habe mir heute spontan überlegt, dass ich euch wieder eine Runde mitnehme durch meinen Tag, euch ein bisschen ablenke. Ich selbst merke, dass mir die Quarantäne jetzt schon so langsam auch zusetzt und ich mich mit Videos einfach auch ablenke und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich das für euch. Es ist auch ein bisschen was angekommen von Zara und von H&M. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass ich ein bisschen was für den Liam bestellen musste, denn kurze Hosen und T-Shirts waren dann doch ein bisschen knapp. Ich habe ja auch einiges von den Jungs noch aufgehoben, aber ja, jetzt war es einfach dringend notwendig. Auch Söckchen hatte ich keine mehr und die Sachen sind so, so ultra süß. Die muss ich euch unbedingt zeigen und ja, soll eben auch für euch als kleine Inspiration dienen. Ansonsten habe ich jetzt hier auch schon mal meine Buchführung angefangen. Heute Morgen um 7, während der Liam noch geschlafen hat. Das werde ich euch allerdings nicht zeigen, denn es ist sehr langweilig. Und wir kochen auch wieder eine Runde gemeinsam. Allerdings wird es was ganz Schnelles und Einfaches geben, denn ich muss dann auch wieder raus in den Garten. Da wartet tatsächlich auch einiges auf mich. Viel, viel Arbeit. Aber ich würde sagen, genug gequatscht. Ich stelle euch jetzt ab, zeige euch die Sachen von H&M und Zara. Und außerdem hier habe ich auch noch ein bisschen was vorbereitet für verschiedene Verlosungen, die ich starte. Es gibt sehr, sehr große Verlosungen jetzt auch wieder auf Instagram. Also da lohnt sich das auf jeden Fall immer mit dabei zu bleiben. Und hatten mich auch viele wegen unserer neuen Stühle gefragt. Was war das denn jetzt gerade? Ich blende euch jetzt mal unsere alten Stühle ein. Die habe ich verkauft. Und das sind eben unsere neuen Stühle. Und die sind so, so ultra schön. Aber die habe ich schon eine ganze, ganze Weile. Wir mussten auch über 9 Wochen darauf warten. Aber das Warten hat sich gelohnt. Ich habe mir die alle hier hochgeschleppt. Ich habe sie alleine aufgebaut und bin sehr, sehr zufrieden. Ja, selbst ist die Frau, ne? Die haben wir bei Müllmax gekauft. Falls es euch interessiert, beziehungsweise falls ihr mal schauen wollt, ob es die überhaupt noch gibt, das kann ich euch jetzt so nicht sagen. Wie gesagt, das ist ja auch schon ein paar Wochen her und wir mussten sehr, sehr lange darauf warten. Jetzt hier wegen meiner Frisur, ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, uns geht es allen so, dass wir es nicht abwarten können, dass unsere Friseure wieder aufmachen. Wobei ich sagen muss, dass es echt geht. Ich behelfe mir ja immer mit meinem Ansatzspray von L'Oréal und ansonsten sind sie, ja, wie ich finde, noch ziemlich okay, falls das jetzt gerade Deutsch war. Mir geht es halt mehr immer um den Ansatz, aber ja, deshalb habe ich mir hier so eine Palme aufgesetzt und jetzt habe ich wirklich genug gequatscht. Ich stelle euch ab und wir starten mit dem kleinen Haul für unseren kleinen Schatz. Jawohl, jetzt brauche ich erstmal irgendwas, wo ich euch abstellen kann. Oh mein Gott, die Sachen sind so, so schön. So, so schön. Hier zum Beispiel so eine kurze Hose. Ich stelle euch mal ab, wartet. So, ich habe jetzt einen kleinen Turm gebaut. Ich hoffe, dass das jetzt so passt. Müsste aber gehen. Und vom Licht. Also, als kleine Inspiration. Erstmal die Zara-Klamotten für den Liam. Ich finde ja, Zara macht mit die schönsten Kinderklamotten überhaupt. Und er hat, wie gesagt, einige kurze Hosen gebraucht und T-Shirts. Jetzt eben für die Temperatur, die hoffentlich bald auch mal wirklich kommt. Also der Sommer sozusagen. Jetzt steht ja erstmal der Frühling an. Also ich habe auch verschiedene Größen genommen. Hier einmal Größe 86. So sieht die kurze Hose jetzt aus. Ultra süß, wie ich finde. 8,95 € habe ich dafür bezahlt. Dann habe ich diese kurze Hose hier. Finde ich auch total süß. Die sieht so aus. Da habe ich jetzt allerdings Größe 92 genommen. Und die hat gekostet 7,95 €. Dann, jetzt kommt's, ultra, ultra süß. Oh mein Gott, da war ein Kind abgebildet. Das sah so schick aus mit diesem Teilchen hier. Und das kann ich mir schon richtig, richtig gut am Liam vorstellen. Hier hinten ist es dann so.
wie nennt man das, Latzhose auf Deutsch? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist es so ein Leinenstoff, sehr dünn, aber trotzdem okay. Also selbst wenn es dann ein bisschen frischer abends wird, kann man ja noch was drüber ziehen. Dafür habe ich bezahlt 19,95 Euro und ich habe Größe 92 genommen. Und wie man sieht, ja, es ist doch noch ein Stückchen zu groß, aber ich werde es dann hier unten umschlagen und es sieht dann halt trotzdem voll cool aus. Und die Jungs haben für den Liam diese Schüchen hier ausgesucht. Die hatte tatsächlich auch der Junge auf dem Bild an, aber ich bin ja mit Schuhen sehr pingelig, sag mal es mal so, und ich weiß es noch nicht, ob wir die dann behalten werden, aber ich kann mir das tatsächlich schon gut vorstellen, dass es ultra süß aussehen wird. Und dazu habe ich dann noch dieses T-Shirt hier gekauft. Das sieht jetzt so aus. Es ist auch wirklich sehr, sehr hochwertig. Also von der Verarbeitung und vom Muster. Ich versuche euch das mal hier einzufangen. Ich hoffe, dass ihr es erkennen könnt. Und das hat jetzt zum Beispiel 4,95 Euro gekostet. Also da kann man ja echt nichts sagen. Größe 92. Und das zum Beispiel hier in der Kombi. Also diese beiden. Seine schicken Schüchen zum Beispiel kann ich euch auch nochmal zeigen. Wartet. Da sind sie. Und das kann ich mir halt auch super gut vorstellen. So, ne? Die Kombi oder hier. Das so. Ja, gefällt mir halt total gut. Und ansonsten habe ich ihm dann noch dieses T-Shirt hier gekauft. Das ist jetzt Größe 92 und das hat gekostet 3,95 Euro. Das war jetzt soweit die Zara-Bestellung. Und habe ich dann hier noch H&M. Da durften auch ein paar kurze Hosen mit. Die gab es tatsächlich im Zweierpack. Die ist halt so ein bisschen schicker, ne? So für sonntags zum Beispiel. Sehr, sehr schön gemacht und die gingen vom Preis voll klar. Einmal hier in diesem Senfton und eben dunkelblau auch wieder schön mit seinen Schüchen so oder so in Kombi. Und dann kann ich mir eben auch die T-Shirts wieder super gut dazu vorstellen, ne? Jetzt hier zum Beispiel das so oder eben mit der gelben Hose. Ja, sieht schon dann richtig cool aus, wie ich finde. Also mir gefällt es so. Und dann gab es noch die drei kurze Hosen. Eieiei. Und zwar einmal diese hier, dann diese und diese hier. Die sind aber ganz, ganz leicht vom Stoff, ne? Also das kannst du jetzt nicht mit dieser Hose zum Beispiel vergleichen. So, und dann habe ich ihm noch Bodies gekauft und die kann man aber auch als Oberteil tragen, also ohne T-Shirt, weil die hier oben so polomäßig gemacht sind und er hatte tatsächlich keine Kurzarm-Bodies mehr, die passen. Hier habe ich jetzt Größe 92 genommen, sind allerdings relativ groß, wie ich finde, also damit haben wir auf jeden Fall sehr lang unsere Freude mit. Die sehen jetzt so aus, die kamen eben, glaube ich, auch in Kombi, also im Doppelpack, wenn ich mich nicht täusche. Und dann habe ich ihm noch diese Hose hier gekauft. Die kann man dann eben auch so hoch machen. Auch richtig süß mit dem Knopf hier. Sieht jetzt so aus. Die ist eben auch ganz leicht. Und da habe ich bezahlt, weiß ich jetzt gar nicht mehr, da steht kein Preis. Die ist in Größe 98. Wartet mal, ich schaue mal eben nach. Nee, das ist die Zara-Bestellung. Ich weiß es jetzt nicht, aber die Sachen gingen voll klar vom Preis. Schaut euch einfach mal um bei H&M bzw. bei Zara. Dann habe ich ihm noch das T-Shirt hier bestellt. Das sieht jetzt so aus. Und das hier. Und die waren tatsächlich echt günstig. Ich glaube 2,95 Euro, kann das sein? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Sonst werde ich wieder in der Luft zerrissen. Und dann habe ich ihm noch Söckchen gekauft. Ja. Da habe ich jetzt Größe 25 genommen, weil die tatsächlich, wie ich finde, immer so ein bisschen eingehen. Und es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du dann dem Kind da versuchst, die Socken anzuziehen und das irgendwie nicht funktioniert. Ja, und das war es eigentlich soweit. Und ich finde, das reicht auch. Also das ist vollkommen ausreichend, denn man hat ja eine Waschmaschine, ne? Okay, meine Lieben, dann war es das jetzt soweit. Ich würde sagen, ich räume jetzt hier noch eine Runde rum und putz und... ja, mach, ne? So sehe ich auch aus. Ich bin ja hier im Schlabberlook. Und dann geht's in die Küche. Jawohl, so machen wir's. Also, bis gleich. Also, hier habe ich jetzt einen ganz, ganz schnellen Brokkoli-Salat gemacht mit meinem Thermomix-Dupe. Und das schmeckt so lecker. Das ist aber auch so mit das Einzige, was ich hier in diesem Gerätchen mache. Eigentlich sehr schade, aber ja,
Also, das fülle ich jetzt mal hier in diese Schüssel. Und hier ist jetzt unser Mittagessen. So sieht es aus. Nichts Weltbewegendes, nur ein Blumenkohlauflauf mit Nudeln drin, natürlich. Das könnt ihr sie gar nicht erkennen, ne? Moment. So, jetzt könnt ihr sie, glaube ich, ein bisschen besser erkennen. Da sind sie drin, die Nudeln. Die habe ich genommen von Barilla, die Piccolini. Und jetzt lassen wir es uns schmecken. So, meine Lieben, lecker war's. Nicht wundern, hier ist so eine komische Auflage. Hatte der Max eigentlich für seine Lounge bestellt und unsere Matratze hier von der Kuschelmuschel hat seine beste Zeit hinter sich. Deshalb habe ich das jetzt einfach mal hier hingelegt. Ich habe jetzt auch vorher noch die Wäsche aufgehängt und habe irgendwie gar keinen Bock, mich umzuziehen. Also es ist halt blöd, wenn man so nichts vorhat und nur so daheim ist, aber das ist ein Fehler. Man muss da auf jeden Fall schauen, dass man sich trotzdem zurecht macht. Also es muss ja kein Abendkleid sein, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und auch mit der Kocherei heute musste es echt mal was Schnelles geben, weil ich die letzten Tage immer so viel gekocht habe und heute mal so gar keinen Bock hatte. Eigentlich sehr ungewöhnlich für mich, ne? Denkt ihr euch jetzt bestimmt. Ja, jetzt wollte ich mich nochmal ganz kurz melden, weil ich jetzt auch gleich nochmal runter in den Garten gehe und wir laufen dann nochmal eine Runde spazieren mit dem Liam, logischerweise im Kinderwagen und der Bella, die ist dann auch mit dabei. Allerdings muss die Bella ein bisschen langsam machen, wir waren nämlich nochmal beim Tierarzt, ihr geht es leider wieder gar nicht gut. Also ich muss mal gucken. Sie hat allerdings abgenommen, 2 Kilo, muss jetzt aber noch 2 Kilo abnehmen. Und ich hatte euch ja das letzte Mal erzählt, dass ich echt nicht weiß, wie das funktionieren soll, dass ein Hund abnimmt. Aber hey, ich habe es geschafft. 2 Kilo hat die Bella abgenommen. Und das finde ich, also die Tierärztin hat mich tatsächlich auch gelobt, hat gemeint, es wäre ein richtig gutes Ergebnis. Und ja, wir müssen jetzt einfach mal schauen. Und da dürfen wir eben auch nicht so lang spazieren gehen mit ihr, ne? Also wir müssen gucken, dass die Runde ja nicht so lang ist. War das gerade Deutsch? Nein. Egal. Also ich mache jetzt mal weiter im Garten und dann hole ich euch nochmal dazu. Bis gleich. So, jetzt mache ich mal die ganzen Etiketten ab und packe das schon mal alles in die Waschmaschine. Denn das Wetter ist ja so genial. Es wird bestimmt bis heute Abend alles trocken. Ja, und dann kann ich das nämlich auch schon verräumen. Hilfe. So. I'm gonna try this a new way. I'm gonna show you the tricks that I know. I'm getting tired of talking. And I need more of a show right now. Das ist gut, ne, das Wasser. Mach, dann ist es besonders gut. Ne? Nochmal? Noch Kuchen? Ja, das sollst du doch essen. Tag, neues Glück. Nicht wundern, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Wir kommen gerade vom Fahrradfahren und ich bin ziemlich durch. Ich habe keine Kondition. Gestern ist leider meine Kamera ausgegangen und deshalb habe ich mir gedacht, ich melde mich heute nochmal. Nicht wundern, mein Sideboard ist total belagert, so wie meine Küche. Es ist unglaublich. Dadurch, dass jetzt wirklich alle zu Hause sind und schon für eine so lange Zeit, hier herrscht halt immer irgendwie Trubel und ich räume auf der einen Seite auf und sie machen mir Unordnung auf der anderen und so weiter und so weiter. Aber ihr kennt das Spiel und so ist es. Ich mache da einfach das Beste draus und aus dieser Ausnahmesituation nehme ich im Moment einiges mit. Tatsächlich, ich habe heute dazu auch einen Instagram-Post verfasst. Mittlerweile
lehrt uns das so einiges. Zum einen, wie viele Menschen darauf reagieren, die in unserem Umfeld leben, unsere Familienangehörigen und so weiter. Jeder reagiert da anders drauf. Jedenfalls ist das so, dass ich positiv nach wie vor da dran gehe, obwohl ich auch viele Ängste, Sorgen und natürlich auch Existenzängste habe. Gar keine Frage, wir können überhaupt gar nicht arbeiten. Es kommt kein einziger Cent hier in die Kasse rein. Und dieses Rumgejammer, wenn man rausgeht und so weiter, ich kann es wirklich nicht mehr hören und zum Teil auch nicht nachvollziehen. Natürlich ist es wirklich richtig schlimm, wenn man in Kurzarbeit geht, aber nach wie vor ja trotzdem einen Teil seines Gehaltes bekommt. Es ist schlimm, wenn man Homeoffice machen muss, wenn die Kinder zu Hause sind, wenn man alleinerziehend ist. Gar keine Frage, wirklich. Ich habe da so viel Gefühl dafür und Empathie und versetze mich in deren Lage. Aber wie gesagt, wenn man gar nichts verdient, ist es schon auch nochmal eine andere Nummer. Und diese Situation haben wir und trotzdem jammer ich nicht da draußen rum, sondern versuche aus diesem Ganzen irgendwie was zu holen, also diese Kraft, die ich habe am Tag, ich weiß manchmal selbst nicht, woher ich sie nehme, aber es bringt auch nichts, in diesem Mitleid zu versinken und alles nur negativ zu sehen. Das bringt mir nichts, meiner Familie nichts und meinem Umfeld. Und nach wie vor habe ich aber trotzdem natürlich Ängste, ganz klar. Aber wir sitzen alle im selben Boot und das dürfen wir nicht vergessen. Was ich extrem schlimm finde, zum Beispiel ist, wenn jemand seinen Job verliert. Da habe ich tatsächlich auch Nachrichten auf Instagram bekommen. Das tut mir unglaublich leid. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich versetze mich so richtig in die Lage und denke viel darüber nach. Auch nachts. Ich schlafe ja generell schon sehr wenig, das wisst ihr. Aber im Moment habe ich sehr viele schlaflose Nächte und ja, ich möchte euch einfach nur weiterhin Mut zusprechen. Das habe ich von Anfang an getan. Ich habe es euch gesagt, es wird alles gut. Es wird anders, aber es wird gut. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Es bringt nichts, wenn wir jetzt den Kopf unter die Decke stecken und uns denken, ach ja, wird schon alles. Man muss schon weiter an sich arbeiten, die Situation aufarbeiten und am besten auch in der Familie natürlich viel darüber sprechen. Aber ja, es ist nicht leicht, das weiß ich, gar keine Frage. Ich bin hier wirklich abends auch richtig down und weiß nicht, wo oben und unten ist, so auf die Art. Es muss irgendwie weitergehen. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das für euch so ist. Wir können uns gerne austauschen, da freue ich mich natürlich wahnsinnig drüber. Ich weiß ja relativ wenig von euch, sagen wir es mal so, wobei ich zu vielen auch einen guten Draht habe, ihr mir auch auf Instagram privat schreibt und wir uns sogar Sprachnachrichten hin und her schicken, was ich richtig klasse finde, wenn ich Zeit habe, dann ja, setze ich mich immer hin und ich habe da wirklich Freude daran, wenn ich das so mit euch auch miterlebe, was ihr hier eben seht bei mir, dass ich auch weiß, wie es euch geht. Schreibt mir das sehr, sehr gerne und wie gesagt, gemeinsam schaffen wir das auf jeden Fall. Bleibt tapfer und stark. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Also ich spreche da wirklich, also ich könnte ein Lied von singen, ne? Also 5 Kinder ernähren sich nicht von alleine und ne, das Ganze drumherum, ich möchte es jetzt gar nicht ausholen und möchte es gar nicht ausholen. Was für ein Deutsch. Ihr wisst, was ich meine. So, das wollte ich jetzt ganz kurz mit euch teilen. Ich habe jetzt mir nicht viele Gedanken darum gemacht, wie ich euch das sage, beziehungsweise habe mir da kein Skript jetzt gemacht. Ich wollte es einfach nur mal ansprechen. Aber ja, wenn ihr wollt, können wir da auch mal ein Talk-Video draus machen und jeder hat da seine Meinung und das ist auch richtig so, gar keine Frage, es ist nur wichtig, dass wir uns gegenseitig respektieren und auch die Meinung der anderen akzeptieren und ja, das mache ich immer, das wisst ihr. Nach wie vor ist es wirklich nicht einfach, klar, und diese ganzen Verschwörungstheorien, davon halte ich auch nichts, hatte ich euch auch in meinem Post geschrieben. Ja, jeder macht es einfach so und das Beste draus, wie es für einen selbst passt. Ne? Ja, okay, meine Lieben, also dann würde ich jetzt an dieser Stelle das Video beenden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich euch ein bisschen durch meinen Tag gestern mitgenommen habe, dass ich euch die Sachen vom Liam gezeigt habe und jetzt so ein bisschen was zu der
Situation allgemein ein bisschen angeschnitten habe. Ich könnte da natürlich ein Fass aufmachen, mache ich jetzt aber nicht. Hier wartet jetzt meine Buchführung auf mich. Ich freue mich, bin begeistert. Natürlich nicht. Ja, ich wünsche euch natürlich nur das Beste. Bleibt mir alle gesund, passt gut auf euch und auf eure Mitmenschen vor allen Dingen auch auf. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.